BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario. Und morgen werde ich rüberfahren nach Quebec. Ich habe gerade das erste Mal Französisch gesprochen. Ist ja schon ein anderes Französisch, was man hier so spricht. Gewöhnungsbedürftig. Bin ja kurz vor Quebec, gerade auf dem Flughafen. Versuche hier nachts zu pennen. Bin gerade auf dem Gelände vom Montreal Gliding Council und darf hier schlafen. Kann da umsonst stehen, hab da Dusche, komplette Küche. Ich glaube, der einzige Nachteil sind die 5 Milliarden Mücken, die anfangen mich hier zu attackieren. Ich glaube, das wird heute Nacht noch richtig spaßig. Ich habe mir 5 Äpfel gekauft vorhin. Kann man auch mal gleich meinen Kompott kochen. Ja, so weit, so gut. Wenn die Mücken noch nicht werden. Ein bisschen Wind und Mücken los, wäre geil. Jetzt gibt's erstmal einen Tee. Ich habe mir vorhin noch ein Vlies gekauft bei der Salvation Army. $5. Ladies Size M. Und Damen haben halt dann die schmale Hüfte, steht mir auch ganz gut. Für den Winter auf jeden Fall das Richtige. Und hält die Mücken zumindest vom Hals und von den Armen ab. Und steht mir. Sieh? Ich bin da gelandet vor ungefähr 2 Monaten. Habe Vancouver Island gemacht, war hier oben bis Campbell River. Dann eine Woche in New Culet. Und zack, mit der Fähre rüber und bin hier unten richtig schön lang gefahren. Osoyoos, da war es so heiß wie jetzt gerade. Fernie war auch nett, auch sehr kalt nachts. Und bin dann über Lethbridge, Medicine Head, Chernobyl Cadillac, Ojima, Weyburn, Xerxes war ich auch. Oh, fuck, Mücken, ey. Oh Gott. Und bin dann nach Winnipeg, aber nur 2 Stunden weiter. Kenora war ganz nett. Hier ist irgendwo Fort Frances, da war ich eine ganze Woche, da habe ich die Videos gemacht. Thunder Bay habe ich gemacht, war nett. Marathon, hier Red Rock, hat mich die Polizei morgens geweckt. Sault Ste. Marie. Bin ich nachts nach Sudbury gefahren, bei Walmart geschlafen, soweit ich weiß. Nee, beim Casino geschlafen, Walmart war irgendwie, durfte man nicht. Cambroke. Und nach Ottawa und jetzt bin ich hier bei der Nummer 40, kurz vor Montreal. Dann habe ich noch New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia vor mir. Neufundland will ich wahrscheinlich nicht machen, da allein diese Fähre von Sydney nach sowieso mich $160 kostet pro Strecke. Ich denke, wenn ich Nova Scotia gemacht habe, New Brunswick, PEI, habe ich schon eine ganze Menge gesehen. Und Montreal habe ich noch vor mir. Quebec City soll sehr schön sein. Und auf dem Rückweg gerne durch Maine, Massachusetts, irgendwie New York City auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich schon mal in der Ecke bin. Und vielleicht ein Teil, ein Stück durch die Staaten. Durch die Staaten zurückfahren. Gucken, ob Trump dann immer noch oben steht oder schon abgesetzt wurde. Eigentlich auch Banane. Auf jeden Fall, die Ecke soll sehr schön sein, alles so Maine und Kalifornien. Alles dazwischen ist wahrscheinlich Redneck Country. Ich glaube, ich muss zumindest diese Strecke nicht nochmal fahren. Oben kann man gar nicht lang fahren. Das ist so ziemlich die einzige Verbindung hier. Habe ich gesehen, war nett, aber muss ich nicht zurückfahren. So, das war gerade eine kurze Erklärung meiner Route mit Hilfe einer Karotte. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Ich bin jetzt erstmal kurz vor Quebec. Bin gerade sehr glücklich über diesen schönen Campingplatz. Und ist auf jeden Fall ein netter Wechsel zu Walmart, wo ich jetzt tatsächlich die letzten, glaube mindestens 4 Nächte verbracht habe. Macht schon Spaß. Ich werde jetzt dieses tolle Buch zu Ende lesen und danach kommt irgendwas anderes.
Ich bin jetzt im Clubgebäude. Total nette Leute. Ich habe mit denen von gequatscht, auf Französisch, auf Englisch. Ich habe Strom, Wasser, Wi-Fi, da wo mein Auto quasi parkt. Die erlauben mir hier zu stehen, weil einer von den Mitgliedern, ein gewisser Mark, auch quasi so durch die Welt reist und immer irgendwo parkt. Und deswegen hat er beschlossen, oder hat der Verein beschlossen, dass sie im Grunde zwei Plätze haben, wo Leute wie ich, die halt durchs Land reisen, ein bis zwei Nächte bleiben können. Jetzt rasiere ich mich erstmal ein bisschen. Ah, wunderbar geschlafen. Es ist jetzt 7.30 Uhr. Ich wollte eigentlich noch gar nicht aufstehen. Gott, wie sehe ich aus? Auf jeden Fall nett. Richtig nette Ecke hier. Kann man vielleicht ein paar Bilder machen. Angenehm kühl. Ich weiß nämlich, was mich nachher erwartet, nämlich wieder 28 Grad. Hier gefällt mir das schon mal. Leute waren gestern, die waren so furchtbar nett. Der eine war so ein bisschen grumpy, hat auch nichts gesagt, als er hier an meinem Auto vorbeigelaufen ist. Habe ich gedacht, oh mein Gott, was bist du denn für ein Typ? Hab den dann eine Stunde später mit einem Bier in der Hand da getroffen. Und da war er irgendwie ganz nett, hat ein bisschen was gesagt und mir dann auf die Schulter geklopft und ist irgendwie um 8 ins Bett gegangen. Französisch klappt ganz gut. Das klingt alles ein bisschen komisch, was die hier so rumbabbeln. Es ist Französisch, aber ein bisschen Englisch angehaucht. Ich könnte tatsächlich eine Woche bleiben, aber ich will ja noch an den Atlantik. Und das, bevor der Winter kommt und es richtig kalt wird. Ich glaube, momentan haben sie in Gaspé am Atlantik 11 Grad und Wind, aber das ist in Ordnung. Hier haben wir 30 Grad und kein Wind. Lieber ein bisschen kühler und warm anziehen, als nichts anhaben und schwitzen. Ne? So, jetzt geht's nach Montreal. Bonjour et bienvenue au Québec. Finally. Ja, mein erster Supermarkt in Frankreich. Die haben tatsächlich endlich mal Fisch. Die haben mir tatsächlich ein ganzes Regal Bier und Wein. Ich habe das Gefühl, ich bin in Frankreich. Rivière und ich stehe vor dem St. Lorenz-Strom. Angenehme Brise. Ja, das gute Brot kommt aus Gütersloh. Wieder ein Buch zu Ende gelesen. Sehr interessant, kann ich nur weiterempfehlen. Es ist jetzt gleich 4:30. Ich habe glaube ich noch so eine Stunde vor mir bis Quebec City. Wetter ist erstaunlich angenehm, bewölkt, ein bisschen diesig und angenehm kühl. Genau das, was ich wollte. Gestern und vorgestern waren echt zu heiß. Walmart Quebec City. Hallo. Echt komisch, ich kriege überall WLAN, bei Canadian Tire und so weiter, in jedem scheiß Supermarkt, nur bei Walmart komme ich nicht rein. Ist vielleicht gewollt. Ist auch egal. Was mir sofort auffällt, ist, dass hier ziemlich viele richtig hübsche Frauen rumlaufen. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich gerade bei Walmart auf dem Parkplatz stehe oder allgemein sind die Mädels in Quebec schon eine andere Nummer als woanders. Aber das fällt auf. Also sowohl im Laden als auch hier auf dem Parkplatz rennen echt eine Menge heiße Feger rum. Meistens begleitet von irgendeinem so T-Shirt tragenden Typen. Aber hey, wenn es ein paar hier davon hier gibt, dann gibt es von denen auch ein paar ohne Typ, meine ich. Ist auch egal. Ich mache mir jetzt was zu essen. Hallo. Blumenkohl und was gibt's heute? Blumenkohl und Samen. Das gibt ja tatsächlich Duschen. Und ich weiß noch nicht, wo ich genau bin, aber es gibt ja kostenfreie Duschen. Prendre une douche avant la baignade, sur place ou pas.
fuck, nee. Ich bin ja mal gerade die Runde gelaufen und da scheint tatsächlich ein kostenfreier Stellplatz für Wohnmobile zu sein. Direkt am Badestrand von Quebec City. Ja, ich werde mich da zustellen, ich werde da parken. Waschräume sind auf jeden Fall kostenlos mit 3 schön warmen Duschen hier. Steckdosen gibt es hier auch überall. Und es ist schön windig und angenehm kühl, sodass es keine Mücken gibt und ich hoffentlich eine angenehme Nacht haben werde. Und jetzt gehe ich ins Bett. Es war erst 9 Uhr, aber ich bin nämlich schon seit 7 auf den Beinen und bin schon müde. Bon nuit. Bah, vu que je suis au Québec, j'aurais presque envie de faire le vlog en cette vidéo quoi en français, mais c'est un peu injuste pour ceux qui parlent pas la langue. Donc, je pense que je vais rester faire tout ça en allemand, hein.